Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Altes Live als Sanitäter. Wir haben in der letzten Folge und in der Folge davor Leben gerettet. Mann, da muss ich mich erstmal selber hier. So. Ernsthaft? Okay, wir haben unseren Helikopter. Was machst du da, Curry? Ich dachte, du klopfst jetzt selber auf die Schulter. Oh, was ist jetzt los? Was denn? Du läufst von mir die ganze Zeit gegen einen Helikopter. Ach so. Okay. Oh nee, ey. Ach stimmt, wir haben 18 Uhr. Was? Server Was haben wir, 18 Uhr? Wir haben 18 Uhr, da ist immer Server Restart. So. Dori. Müssen wir jetzt komplett runterreden vom Server, oder was? Nee, ich glaube, es reicht, wenn wir in die Lobby gehen. Ja, der ist schon neu gestartet. Alter, was ist das denn? Was denn? Also, da wäre einfach irgendwie ein Video auf meinem Handy, Mann. Voll die Verarsche. Ich bin schon wieder da. Stehe schon wieder am Außenposten. So. Bin schon mal wieder rein da. We are out this life. We are. Keine Fahrzeuge gefunden, Schatter. Man muss jetzt nochmal die 60.000 herunterladen? Nein. Wurde mir gerade nur angezeigt, deswegen habe ich das gedacht. So. Außenposten. Was ist hier denn los, Mann? Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Die Tür zu machen oder was? Geht nicht, ey. Ich glaube das. Hä? So, jetzt. Toll. Ja, ich sag mal dann, ne? Was denn? Herzlich willkommen bei Altes Live. Oh. Ja, guten Tag, Herr Schmitz. Wer redet Ihnen? Herr Weber, darf ich Sie kurz daran erinnern? Wir kennen ja bei uns gibt es ja sozusagen, ja, die 4 Plätze oben, die müssen eigentlich freigehalten werden. Oder freigehalten werden lassen. Och, bin ich auf den falschen Platz gerutscht, immer. Ich glaube, du hast die falsche Uniform an. Ne, ich bin der Sanitäter. Ja, aber du musst dir umziehen, immer. Okay, ich Lorenz. Moment. Was hast du denn wieder da rausgekramt, ey? So, dann muss ich mal meine Position wechseln. Dabei habe ich das gerade so lustig auch immer wieder Curry den Kampf mit der Tür hatte. Hier bei unserem Depot. Jetzt will ich die kleine Tür zumachen und das geht nicht mehr. Ich bin doch, der hat doch gesagt, ab Level. Der hat doch gesagt, ab Level Dings. Ab Position 4. Arzt 1 bis Arzt irgendwas. Steht dann Arzt 1. Ah, okay. Ich habe jetzt Arzt 11 genommen. Geht genau, das ist bestimmt richtig. Wenn er jetzt saß, dann ist er ja prima immer. So, Außenposten, da bin ich wieder. So, jetzt ist es besser, oder? Ja, jetzt super. So, habe ich hier mein Wägelchen hier reingefahren. Weil wir haben ja gerade keinen Einsatz und wir wollten immer ein bisschen sauber machen hier. Schick ist der. Bist ja eigentlich. Ach, guck mal, jetzt ist auch die Notrufverwaltung geklärt immer. Geil. Ja. Alles schön. Sauber gemacht. So, was machen die Herrschaften denn hier? Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Viel Spaß beim Einsatz, hören Sie mal. Ebenso, Herr Sanitäter, Herr Weber. Danke, bitte, Herr Sanitäter. Smitty. Hast du da geredet, dass ich das eigentlich durchgezogen hatte oder was? Sorry, da habe ich mich gerade eben genossen. Hab ich genossen. Warum redest du ingame? Gleich verschnupft. Achso, ich. So, Curry.
Wir haben ja gerade nichts zu tun. Ich dachte, wir fahren mal in Kavala ein bisschen Streife. Oh, in Kavala, ja. Da bin ich mal gespannt. Wir fahren den aber nicht um da. Nee, nee. Rum, rum. Guck mal. Ey, machen Sie mal Platz da vorne, hör mal. Voll der Kacke, mal. Ey. Jetzt mal die Aufstoßtür rein. Das ist viel zu laut, die Karre hier. So. Gucken wir mal, den Kavala so abgeht. Mit unserem Krankenwagen. Fahren wir ein bisschen am Marktplatz einfach mal gucken, was. Vielleicht sollen wir auch mal ein bisschen spenden, sag ich heute. Oh! Oh, wo müssen wir da hin, Kirill? Guck mal nach. Crime. Guck ich mal nach. Wie weit ist er denn entfernt? Ja, da sieht ach, so wenn aus. Wenn hey. Er zu... Oh! Er ist hier in der Nähe, immer. Das ist unser Einsatz. Komm, dann fahr da hin, Alter. Geh mal per Funk durch, dass wir das übernehmen. Kirill? Jo. So, meine Damen und Herren, den Crime übernehmen wir. Kavata und Willi. Wahrscheinlich stürmen die jetzt alle so dahin, weißt du? Hast du den unser markiert? Einsatz! Ja, also, hast du den markiert? Ja, ja, ich fahre gerade mit dem Krankenwagen darüber. Sehr gut, Junge, ja, so ist das, also. Mal gucken, was da wieder passiert ist, ne? Kein Stress, ne? Jetzt brauchen wir nicht Unfall bauen hier. Ich bin Profifahrer. 160 Meter. Wir sind gleich da. Wir retten Leben, Curry. Gespannt, ey. Oh, was ist jetzt los? Der Notarzt kommt auch hinterher. Oh, scheint was Ernstes zu sein. Wo ist er denn? Ich muss einparken, Alter. Ja, ist ein Einsatz hier, Mann. Okay, ich mach das. Pack mal die Kiste da ein. Gucken, wo der Typ ist und dann... Helf dem mal. Fahr mal rückwärts ein hier, den Krankenwagen. Wo ist der, wo ist der? Wo ist der hin? Ah, dass man die mal so suchen muss. Ups. So. So, müssen wir mal gucken, nicht ne? Der überhaupt noch hier? Wo sind wir denn? Der ist wäsch. Der Jonas. Oder ist der wäsch? Kann er einfach weg sein. Wo ist er denn hin? Ich schieß mal kurz ab hier, ne? Ja. Oh. Schieß mal unseren Krankenwagen ab. Crime, wo ist er hin? Irgendwo hier müsste der doch liegen. Oh, warte mal, da hinten sind Leute. Ich frage mal Zeugen. Entschuldigung. Entschuldigung. Hören Sie mich? Oh, was ist mit Ihrem Gesicht los? Sieht aber nicht so gesund oh, aus. Hallo? Ja, hier hat gerade jemand, hier war gerade ein Unfall. Ein Mann müsste anscheinend irgendwo hier liegen. Haben Sie, wir suchen Zeugen, wir finden den Mann nicht. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Ne, ich habe leider keinen gesehen, das tut mir leid. Okay, danke, danke. Ich glaube, der ist nicht da. Wo ist der denn hin? Vom Winde verweht oder was? Mann, Mann, Mann. Ach, guck mal, die Kollegen vom ADAC kommen auch gerade hier vorbei. Das kann doch nicht sein. Guten Tag! Hier stehen Autos. Wie ist es? Guten Tag. Wetter prima heute, ne? Ja, warm. Haben Sie viel zu tun heute oder was? Ich sitze weit. Ja, ganz schön viel zu tun war heute schon. Uiuiuiui. Schönes Wägelchen haben sie. Ja, wenige in der Schicht. Ja. Ja, bei uns ist das nicht anders, ne? Haben, hat auch noch mehr zu tun. Nur Wahnsinnige. Einer rennt gegen die Laterne, müssen wir hin. Einer wird erschossen, müssen wir hin. Ach man, sie kennen das ja, ne? ADAC ist ja auch immer richtig gefordert hier. Bei dem Einsatz links, rechts, oben, unten, ne? Ja. Ja. Haben sie ein Käffchen dabei? Sie haben hier einen beschädigten, hier, ihr Wagen ist beschädigt. Haben Sie das hier gesehen? Müssen wir mal austauschen, das Lämpchen da vorne. Hallo? Oh, 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 oh. Ja. Test, Test, hallo, hallo. Ich kenne jemanden, der heißt, hallo. Bernie, der kann er reparieren und lackieren. Hallo, hallo, Test. Ja, man hallo. Hört sie, man hört sie. Mich, hallo. Man hört sie. Ja, man hört sie. Hoch? Schüsse? Die wird scharf geschossen. Ey, was ist denn hier los? Hat die jetzt von mir gefallen sind? Ja. Machen die hier, Curry? Teufel. Hilfe, ich werde von so einem komischen Kettenmittelstrahl verfolgt. Alter, wie bist denn du angezogen, okay. Ey? Was ist denn hier los, Leute? Beruhigt euch mal. Wie deine Mutter. Ja, hey. Lass Frau Hupke aus dem Spiel hier, ne? Geht mal von der Straße runter, nicht, dass das Spiel noch immer die Straße ist mein, ne? Ja.
Mein Kavala. Kavala. Wenn du überrollt werden willst, ich meine, wir helfen euch nicht, ne? Ja, wenn wir gleich. Hör mal, wenn wir dich gleich wie ein Pfannkuchen von der Straße kratzen müssen, ne? Viel Spaß im Jenseits. Hallo, ist denn jetzt? Meine Straße. Ah, meine Straße. Hallo Leute. Guten Tag. Warte, ich leck die Straße an. Leute, bitte gehen Sie mal jetzt weiter, hier ist nichts zu sehen. Jetzt räumen Sie doch mal die Straße hier. Jetzt müssen wir leider die Ordnungshüter rufen. Die Straße ist zuständig für Autos und nicht für Ihren behaarten Arsch. Alles für Captain Mittelstrahl. Alle Captain Mittelstrahl anbeten. Alle für Captain Mittelstrahl. Captain Mittelstrahl? Keine Ahnung. So, kommen Sie mal. Herr Officer, wenn die Polizei hier Herr Officer, bleiben Sie mal stehen kurz, Herr Officer. Hier ist gerade. Tag, kommen Sie mal rüber. Oh, jetzt gibt's Ärger, Freunde. Jetzt gibt's eins auf die Nüsse. Dann sind sie aber plötzlich alle verschwunden, weißt du? Dann haben sie aber nicht mehr den Sack in der Hose, um dann stehen zu bleiben. Ne? Das ist immer Herr Officer, hier ist gerade. Hallo, Herr Wachmeister. Hier ist gerade eine kleine unerlaubte Versammlung gewesen. Was ist denn jetzt passiert? Gucken Sie mal da oben. Hier wird gemobbt und die Straße blockiert. Der Wahnsinn bricht hier aus. Wer wird gemobbt? Wer blockiert die Straße? Der Jack O'Neill wurde. Der Jack O'Neill, mit dem stimmt irgendwas nicht. Bitte. Ne, ey, was war denn? Wer von Ihnen da oben ist Jack O'Neill? Ich hier unten, Herr Officer. Ja, mit dem können Sie nicht da oben wollen, ne? Ist mir egal. Ja, weiß ich mal, ist da hier kein Grundfrage, oder? Ich bin ein Individuum und ich darf doch stehen, wo ich möchte. Nein, natürlich, Sie sind fest, Herr Officer, der ist recht. Nehmen Sie ihn fest. Was hat er gesagt? Moin, ihr Makrelen, Alter. Ja, ich hab gar nicht drauf, das Problem liegt bei Jack O'Neill. Einfach ins Bild gerannt, Alter, was ist denn hier los, Mann? Boah, was ist das denn hier für ein Alter? Guck mal, der grinst voll, aber voller Killer so. Angelo Berta, Alter. Oh, da werden ja immer mehr Leute da unten, ne? Ja, guck mal, wie der da steht und da oben guckt. Ah, ne, der Dimme ist halt. Boah, das eskaliert hier gleich, warte mal. Gleich so BOM! Alle rein. Guck dir ins Bild gerannt, ey. Moin, ihr Makrelen. Angelo Merte. Guck mal hier. Herr Kommissar, Sie haben dann. Leck auf der Nase. Hallo, Herr Officer. Ich glaube, das eskaliert gleich. Oh, das ist hier, ja. Hoch. Ach, Raul. Ja, okay, wir können direkt hier bleiben. Wir können ja gleich hier Medic spielen. Ich finde das so lustig. Voll der Nazi-Polizist, Alter. Boah, ey. Gleich kriegen sie alle einen Hitzeschlag, weißt du? Also ganz ehrlich, wenn du Polizist bist, hier in Kavala, ne? Das ist der schlimmste Job, den du haben kannst. Kaval, ey. Macht der denn da hinten? Guck mal. Curry, was macht er denn da hinten? Guck mal. Bleib mal stehen, guck, beobachte den mal da hinten. Rechts, da, guck mal da hinten, neben dem Schild. Was macht der da? Guck mal, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Ey, was ist das für eine Stadt, Alter? Ich komme nicht raus, wenn Eckart hier streikt. Komm. Der Eckart! Geil! So, die das geübt haben, gut her. Alle hinterher. Endmal. So, guck mal hier! Alle über die Straße, ja, da haben sie so noch. Boah, das eskaliert hier gleich. Also ich muss sagen, ne, manchmal ist ein altes einfach dieser Moment, wenn die Leute einfach nur beobachten, ja, ist so lustig. Ja, voll unter Kontrolle. Voll unter Kontrolle, Alter. Alter, haben die Cops gerade den Sanitäter abgeschossen? Alter, haben die Sanitäter gekillt? Wir müssen zum Hier ist ein Toter! Das Geilste so! Hallo! Jetzt hallo!
Hallo, machen Sie mal Platz. Machen Sie mal Platz, wir müssen hier retten. Hallo, Curry, mach mal ran da. So, jetzt machen Sie mal, alle einen Meter Umkreis hier, ne? Jetzt wollen wir keine fremden Bürstchen hier rumhängen sehen. Jetzt hauen Sie mal ab, bitte, ja? So, ich sehe schon, komm gleich, rast die einer rein und räumt uns alle ab, Alter. Das Beste so, der Kopf so weiß, ich hab alles unter Kontrolle. Plötzlich also, jetzt, pssst, jetzt hören Sie mal zu. Benehmen Sie sich doch mal. Hier liegt jemand, der verletzt ist, und Sie benehmen sich hier wie die letzten Schweine. Haben Sie keinen Respekt? So, und jetzt hauen Sie doch mal ab hier. Was ist denn hier los? Jungs. Hören Sie mal, geht's Ihnen wieder gut? Hallo? Hallo? So, Jungs, jetzt beruhigen wir uns mal alle wieder, ne? Hallo, geht es Ihnen gut? Okay, da hinten liegt noch ein Toter. Ne, der wurde gerade wiederbelebt. Schon unser Sanitäter, der hat schon sich drum gekümmert. Alter, ey. Alter ist wieder voll in Sand. Was ist denn mit ihm los hier? Sieht ja einfach so gefesselt an. Oh Mann, ey. Kavaladin zu haben ist der. Einfach so hier an die Straße setzen, einfach den ganzen Tag auf dem Server bleiben. Einfach gucken, was hier los ist. So. Was, Wichser? Was ist denn mit ihm los? Hallo, jetzt gehen Sie doch mal weg. Lassen Sie uns doch in Ruhe. Wir wollen nur unsere Arbeit machen. Ey, jetzt was? Nicht mit solchen Wörtern hier um. Bitte, was? Wie bitte? Was steht denn jetzt so da bekloppt auf der Straße rum da hinten? Herr Officer, hier. Hallo. Stimmt irgendwas nicht? Hallo, du kleiner Loch. Sag mir jetzt nicht, wo ich hier Dietrich im Kopf könnte. Hören Sie mal. Jetzt bleiben Sie doch mal ruhig, Curry. Ich setze mich jetzt einmal in den Rettungssanitäterwagen. Was ist denn hier los, ey? Wir müssen einfach mal hier drin sitzen. Wir haben beide eindeutige Probleme. Wo kannst du die Triche kaufen? Bei mir. So, hören Sie mal hier. Timon. Ja, mal ein paar klar, Digga. Herr Timon, kommen Sie mal in den Krankenwagen. Kommen Sie mal kurz ran hier. Steigen Sie mal ein. Was meinst du? Steigen Sie mal ein. Einen verkaufe ich hier für 200.000. Dietrich. Was wollt ihr von mir? Timon, du sollst mal in den Krankenwagen einsteigen. Machen Sie das mal. So, steigen Sie ein hier. Ist der überhaupt auf? Bei dem können Sie ja Dietriche kaufen. Ja, jetzt ist er drin. Okay, jetzt machen wir zu und wir bringen ihn jetzt irgendwo in die Pampa. Einfach auf den Berg. Rede mal mit ihm. Sagt, er wird jetzt in Sicherheit gebracht und alles. So, Herr Dimon, Sie haben ja nach einem Dietrich gefragt. Ne? Sie werden jetzt in Sicherheit gebracht und dann werden Ihnen der Dietrich einfach frei Haus an Ihre Füße geliefert. Wir müssen nichts bezahlen, gar nichts. Alles ist gut. Genau, Herr Timon. Herr Timon, hören Sie mal, was haben Sie denn gestern gegessen so? Hm? Erzählen Sie mal. Ich hab ein bisschen Scheiße genascht. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt, Curry? Ich hab ein bisschen Scheiße genascht. Aber die Scheiße von der Mutter. Die ist ja lecker. Von welcher Mutter? Von meiner Mutter. War lecker? Für die Familie. Boah, ey. Was hat sie denn vorher gegessen? Was gab's denn Leckeres? Naja, zuerst gab's ja den Durchfall als Vorspeise. Dann kam ein schöner Kothaufen. Als Hauptgericht. Jo, war ganz lecker. Eine Prise Salz und Pfeffer dazu. Und als Nachtisch noch eine Runde Brownies oder was? Ja, eine Runde Brownies. Brownies. Das sah aus wie Pfannkuchen. Mit Schokoduft. Oh, lecker. Ja, also wir haben hier ein Lager für Dietriche, das wissen aber viele gar nicht. Und da bringen wir sie eben hin. Aber bitte nicht weitersagen. Nein, mach ich nicht. Können wir vorher in der Bank halten vielleicht? Ja, können wir machen. Warum? Ja, dann könnt ihr ein bisschen Geld abheben und mir geben. Können wir machen. Aber das darf echt nur unter uns bleiben. Okay. Okay, aber ich lade euch dann noch zum Essen ein bei meiner Mama. Nee, das ist sehr nett, aber ich glaube, ich kenne das schon, das Gericht. Das habe ich irgendwann mal probiert im Urlaub. Nee, unser Krankenwagen ist geschrottet? Nee, also ehrlich. Es sieht nur scheiße aus, ne? Aber schmeckt gut.
Was ist los mit dem Bagger? Okay. Das kann ja sicherlich sein, das hat ja niemand bestritten, aber ich muss davon nicht kosten. Das ist, Okay, Kiri, lock den mal hier ins Haus, schön, dann kommst du wieder raus, sagen. Dann fahren wir weg. So. Hier haben Klapse. Okay. So, einmal aussteigen. Sind nämlich so, einmal aussteigen, kommen Sie mal in das Haus da. Oh, ich öffne Ihnen auch die Tür. Gehen Sie mal da rein. Einer, ne? Sag dir, sag oben, im Obergeschoss. Okay, komm, wir müssen nach oben. Gehen wir mal die Treppe hoch. Steht der Händler für Dietriche. Komm runter, Kiri. Hier. Hier in dem Raum, da ist er drin. Mach den Wagen an, mach den Wagen an, Alter! Tschüss, viel Spaß mit dem Dietrichen! Oh, oh, der ist tot! Der ist tot! Du hast den umgefahren, Alter! Der ist in meinen Krankenwagen reingefahren, Alter! Reingefahren, der hat immer ein Auto! Irgendjemand Steuer! Weißt du, wir wollten abbauen, jetzt belebst du den wieder, oder was? Okay. Oh Gott, ey. Hier ist so die Psychiatrie. Ey, ich fahr nie mehr nach Kavala, ohne Scheiß. Doch, da müssen wir jetzt wieder hin. Ja, was machst du? Du musst einfach dann weg, also musst dann einsteigen, ja, und dann fahren wir los. Hast du die Kiste an? Ja, Mann. Fahren wir geradeaus dann. Wie viel Prozent? Okay, 98, 100. Ich komm. Jetzt, schnell. Mach zu. Okay, fahr. Es kann doch nicht sein, es ist schon wieder tot, Mann. Was macht der denn die ganze Zeit? Geh du immer repariert, Curry. Reparieren vor allem. Oh Mann, ey. Eigentlich war das nicht so geplant. Wir wollten ja die absetzen, weil er so wahnsinnig geworden ist und dann wieder zurück nach Kavala. Der rennt immer in unser Auto, Mann. Okay, lass den Wagen an. Ich bin bei 31%. Was ist das für ein Typ, ey? Oh, oh. Oh. Sind wir als Sanitäter auf der Flucht, oder was? Wo die Polizei hier hin? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt, wenn der jetzt wieder reinrennt? Pech, Alter. Dann können wir nicht 20 Mal wieder... Sag mal, der soll warten einfach. Ja, klar. Der vertraut uns jetzt bestimmt. Komm. Fahr. Ey. Das ist so ein Wichser, ne? Ey, wir können ihn nicht da liegen lassen, Mann. Schneid dir mal ins Auto ein. Du musst das Auto abschließen. Geh ans Steuer, Curry. Der steigt da nicht ein, der läuft da immer gegen, Mann. Ja, dann bleib stehen. Ich kann ihn nicht mal wieder. Doch. Meine Herren, ey. Und wie das voller ausgeht, Plan, liebe ey. Freunde, seht ihr dann in der nächsten Episode von Altes Reif. Oh, Mann. Oh. Bis dahin. Philipp, tschüss. Philipp braucht auch Hilfe, ey. Hier, ja, wir haben viel zu tun. Curry, geh an Steuer und mach die Karre zu. Ich bin am Steuer. Ne, ich steig ein, dann machst du die Karre zu. Ja. Dann bleiben wir einfach stehen, ja. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.